Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube- und Podcast-Folge zum Thema, wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es um dein Google Business Unternehmensprofil. Ich hoffe, du hast schon eines und wenn nicht, dann ab jetzt. Egal, ob du neu als Unternehmer bist oder neu überhaupt mal eine Firma hast oder ob du schon jahrelang im Business bist. Dauert ein paar Minuten die Registrierung, die Anmeldung und dann ja, helfen und lass dich überraschen, was hier alles Positives passiert. Google ist nun mal die größte und weit verbreitetste Suchmaschine in unserer Gegend und in anderen Ländern sieht das vermutlich anders aus. Hier ist es nun mal so. Natürlich kannst du dich und sollst du dich vor allem in allen Suchmaschinen eintragen, die du kennst und die du findest. Wir starten jetzt allerdings mal mit den 6 lustigen bunten Buchstaben, die je nach Jahreszeit und Saison auch ja, sehr kreativ gestaltet sind. Die Rede ist hier von Google. Du benötigst ein Google-Konto, hier kannst du dich kostenlos registrieren und dann hast du auch die Möglichkeit, jetzt im Moment rechts oben, ich glaube da sind so 9 runde Pünktchen, klick drauf und dann hast du auch das Google-Unternehmensprofil. Mit diesem Schritt solltest du auch unbedingt als erster starten, denn die Eintragung, vor allem wenn du eine Adresse hast, dauert einige Tage bis hin zu einigen Wochen. Du bekommst dann natürlich auch dazu einen Google Maps Eintrag. Das heißt, im Kartenmaterial von Google ist dann auch dein Standort verzeichnet. Du kannst deine Öffnungszeiten hinzufügen, du kannst deine Telefonnummer, nein, musst sogar eine Telefonnummer hinterlegen. Du kannst eine Firmenbeschreibung hinterlegen, Fotos und Videos hinzufügen und das Tolle ist, du kannst auch Kundenrezensionen bekommen. Ein super tolles Feature, rate ich dir sehr, das zu nutzen. Ja, wenn du ein lokales Unternehmen hast, dann kannst du auch wirklich deine Adresse eintragen und du bekommst dann wirklich von Google tatsächlich Post. Das ist ja kein Scherz, das kommt noch ein paar Wochen, ich glaube, wenn es ca. 14 Tage gedauert. Und einen Bestätigungscode, ja, den kannst du gerne sehen, der ist nicht mehr gültig. Und auch einen Link, dass du deine Adresse verifizieren musst. Natürlich ganz klar, die Adresse bestätigst du mit einem Brief. In speziellen Fällen kann auch sein, wenn du keine Adresse hast, ich hatte das mal bei einem Kunden, der hatte ein Ferienhaus mitten im Nirgendwo und ja, musste dann wirklich den Standort mit Geokoordinaten immer wieder an seine Kunden schicken. Auch da ist es möglich, eine Adresse speziell einzutragen. Und das ist zwar ein bisschen eine abgespeckte Version, allerdings bekommst du auch einen Google Maps Eintrag und so, ich sage mal, ein kleineres Unternehmenskonto, wo auch Kunden Rezensionen abgeben können. Ja, das war's soweit. Ja, Google Maps Eintrag, super cool. Öffnungszeiten, du kannst Produkte hinzufügen, auch das ist auch toll. Du kannst Produkte hinzufügen, Dienstleistungen hinzufügen und Neuigkeiten hinzufügen. Ich nutze das zum Beispiel auch sehr gerne, um aktuelle Blogartikel mit einem Vorschaubild und weiteren Infos dann nochmal direkt auch an Google zu schicken bzw. bei meinem Unternehmensprofil hinzuzufügen. Danke an dieser Stelle natürlich auch an deine 5-Sterne-Bewertung, die du mir jetzt dann gibst. Vielen lieben Dank. Danke für Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Und jetzt noch ein, ich sag mal, Sicherheitstipp. Bitte leg dieses Profil ordentlich an mit einer sauberen E-Mail-Adresse. Speichere dir diese Daten ordentlich. Schütze sie auch, denn dein Google-Konto ist auch Voraussetzung für diverse andere Portale, wo du dich mit Google anmelden kannst. Ja? In diesem Sinne, bleib kreativ. Geh online und bis zum nächsten Mal. Ciao.